Sie hören die 263. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 26. August 2011. Mein Gast heute Abend ist Johannes von Butler und es geht um den Urgrund des Seins, die Raumzeit. Und auch der CropCom hier in der Live-Chat, den ich hier einsehe, live im Studio, ist wieder offen. CropCom erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at oder auch mit www davor, www.cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich werde dann versuchen, vor allem in der zweiten Hälfte der Sendung diese an den Gast weiterzuleiten. Zu dieser Sendung gibt es einen Podcast, der ist auch als RSS-Feed natürlich beziehbar, beziehungsweise im Archiv kann man sich alle vergangenen Folgen runterladen und auch natürlich über die Direktlink-Funktion gleich unter dem Titel von jeder Sendung poppt sein Fenster auf. Und diese URL führt dann direkt zum Eintrag Verlinken in Foren oder auf YouTube zum Beispiel, wo natürlich immer mehr Videos auftauchen und auch manche einige zehntausende Views haben, was mich natürlich sehr freut. Da kommen natürlich auch neue Hörerinnen und Hörer zu dieser Sendung. Mailen kann man mir sehr gerne an cropfm@moor.at. Einen Newsletter gibt es ebenfalls. Anmelden dazu kann man sich auf der Startseite gleich unterm Header die runden Knöpfe hadeln. Einer ist der Mail-Link, einer der Newsletter-Link etc. Das Forum wird betreut von Valador Unarmed Wingman Eraser. Es gibt da zwischendurch recht heftige und auch sehr untergriffige Diskussionen, aber auch sehr spannend, und ja, die Admins haben das dann schon wieder im Griff, wenn es zu schlimm wird. Coverbild gestaltet von Matthias Töpfer, wunderbar und sehr passend, wie immer zu dieser Sendung, ein großes Danke an ihn. Das CropFM-Shirt für Hardcore-Fans gibt es auch zu bestellen vom Kickshop, Link dazu rechts oben auf der Startseite, und wer dieses freie Radioprojekt hier unterstützen möchte mit einer kleinen Spende, kann das sehr gerne tun. Der Spenden-Button findet sich eben ebenfalls relativ weit oben auf der Startseite. Das Ei mit dem rosa Herzen. PayPal oder Überweisung sind möglich. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die diese Gelegenheit schon wahrgenommen haben. Gehostet wird die ganze Show von Fetznetz. Die terrestrische Ausstrahlung passiert natürlich über Radio Helsinki, aber Fetznetz hostet den Server seit Juli auf einer wirklich dicken Maschine und Download-Schwierigkeiten oder ähnliches gehört damit der Vergangenheit an, was mich sehr freut. Fetznetz.it. Eine NASA-Studie über die möglichen Auswirkungen des Kontakts mit intelligenten Außerirdischen sorgte in der vergangenen Woche für einiges an interessanten Wirbel. Welche Auswirkungen würde der direkte Kontakt mit einer intelligenten außerirdischen Spezies für die Menschheit haben? Neben zahlreichen philosophischen Bemühungen um eine Antwort hängt diese doch hauptsächlich davon ab, welche Absichten die Außerirdischen selbst hätten.
Gemeinsam mit Kollegen der Planetary Science Division der NASA haben Wissenschaftler der Pennsylvania State University sich dieser Frage angenommen und drei mögliche Grundszenarien in einer 33 Seiten starken Studie ausführlich diskutiert. Ein Fazit daraus: Werden wir also weiterhin nach Außerirdischen suchen, könnte unser Nachdenken über die unterschiedlichen Optionen eines Kontakts der Menschheit dabei behilflich sein, einen eigenen Kollaps zu vermeiden und ein langfristiges Überleben zu sichern. Das wäre doch schon was, ne? Ebenfalls interessant in diesem Zusammenhang ein Interview mit Rupert Gerzer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt unter dem Motto "IT wird nicht plötzlich vor der Tür stehen". Allerdings, was, wenn IT schon lange vor der Tür steht und wir es nur nicht wahrhaben wollen? Wahrheit über den Kometen Elenin, die kann man wirklich suchen wie die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen, und die versucht auch Andreas Rethi aufzuspüren. Den Gerüchten zufolge geht von Elenin eine ernsthafte Gefahr aus, die von öffentlichen Stellen unterdrückt wird. Dass uns dann, wenn es wirklich brenzlig wird, selten die Wahrheit gesagt wird, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Kein Wunder also, dass wir kaum noch wissen, was wir überhaupt glauben dürfen. Und düstere Prognosen zu Elenin, es ist fast schon Angstpornografie, die da passiert, auf fruchtbaren Boden fallen. Oder auch furchtbaren. Doch was stimmt wirklich daran? Das ist die große Frage. Und ich frage mich heute, geht die Welt schon wieder unter? Und Obskuristan einfach so, die Blockmaschine läuft wieder auf Hochtouren. Dr. Nachtstrom schreibt einleitend in einem seiner aktuellen Artikel: Vor nicht allzu langer Zeit noch haben Bücher, die mir einreden wollten, dass es mich nicht gibt, in mir wahrhaft schreckhafte Gedanken ausgelöst. Inzwischen finde ich, ein bisschen Non-Dualität schadet nicht. Tony Parson, einer der Integrationsfiguren der modernen non-dualen Szene, früher für mich ein absolutes No-Go, höchstens als Grundlage dafür geeignet, dass ich mich stundenlang über seine Aussagen aufregen konnte, kommt mir jetzt mit zunehmender Altersmilde eigentlich eher wie ein durchaus weiser Mann vor. Und wer mehr von Dr. Nachtstrom lesen möchte, findet übrigens alle Blogs des Dokteurs auf seinem neuen Portal www.dokteur.at. Ja, diese und viele weitere News kann man natürlich auf der Website von CropFM nachlesen. Da gibt es dann gleich am Anfang auf der Startseite ein bisschen weiter unten die News-Sektion. Und auch von den Sendungen aus erreicht man diese, indem man einfach auf das News-Icon bei maximierten Sendungseintrag klickt. Links oben auch, wo auch die MP3-Links sind, etc. Nun, Raum, Zeit und Gravitation. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und das sind die großen Unbekannten und doch fundamental für alles, was existiert. Wir können diese Größen messen und durch immer komplexere und genauere Methoden beschreiben, das Wie immer mehr eingrenzen, aber die Wissenschaft kann keine Antwort auf das Warum geben. Mein heutiger Gast Johannes von Butler hat sich sehr eingehend mit dieser Frage beschäftigt und ist heute Abend live zu Gast, um das Rätsel der Raumzeit aus seiner Sicht zu besprechen und auch einen Lösungsansatz aufzuzeigen. Johannes von Butler über Raumzeit. Jetzt gleich auf CropFM.
Johannes von Butler wurde 1940 in Berlin geboren und ist in Australien aufgewachsen. Er zählt zu den auflagestärksten Sachbuchautoren der Gegenwart. Johannes von Butler beginnt dort zu erzählen, wo ein Science-Fiction-Autor von der Wirklichkeit eingeholt wird und Wissenschaftler nicht die richtigen Worte finden. Er ist unter anderem Autor des Buches Supersurfing, Reisen durch Raum und Zeit und des 2009 erschienenen Buches Raumzeit, Provokation der Schöpfung, das auch eine, ja, das Thema der heutigen Sendung heute Abend sein wird. Schönen guten Abend, Herr von Butler. Ja, guten Abend. Das ist sehr leise. Ich höre Sie sehr leise, aber ich kann Sie gerade noch so hören. Okay, okay. Das Problem haben wir hier öfter. Ich werde versuchen, möglichst deutlich zu sprechen, ja. Aber ich kann da auch nicht allzu viel daran ändern, fürchte ich. Ich hoffe, es wird gehen. Ihr Buch, das ja 2009 erschienen ist und inzwischen in einer zweiten Auflage vorhanden ist. Ich glaube, das ist die vierte Auflage. Die vierte schon, okay. Ja. Es ist ja ein Streifzug durch die wissenschaftliche Evolution der Menschheit sozusagen. Ja. Wie kam Ihnen eigentlich die Idee, dieses Thema zu bearbeiten und wie lange haben Sie an diesem Buch geschrieben? Ach, wenn man so will, viele Jahre geschrieben, habe ich es in fünf Monaten. Es ist eine Zeitreise der Wahrnehmung und natürlich mit der Suche nach der Suche der Wirklichkeit. Es ist eine Frage, nehmen die Menschen die Wirklichkeit wahr oder ist es eine subjektive Wirklichkeit, die durch unsere Sinnesorgane gegeben ist? Und ich bin dann zur Schlussfolgerung gekommen, dass es natürlich immer nur eine Facette der sogenannten Wirklichkeit sein kann, weil wir eben abhängig sind von unseren Sinnesorganen und die Menschen haben natürlich versucht, ihre Sinnesorgane zu unterstützen, zu verbessern, zu verstärken durch ein Instrumentarium, egal ob es Großteleskope, Sonden sind oder eben in der Mikrowelt durch Beschleunigern, wie zum Beispiel CERN und so weiter. Aber die Frage, die mich von Anfang an fasziniert hat, ist, was ist die Wirklichkeit? Lassen wir die Wirklichkeit entstehen? Nach der Quantenphysik muss man davon ausgehen, dass wir eigentlich die sogenannte Wirklichkeit verursachen durch unser Beobachten, durch das Messverfahren. Und so ist das Buch eine Entwicklungsgeschichte der Wahrnehmung. Es fängt ja auf einem Baum in Afrika an und führt dann am Ende zu den Beschleunigern, ne, zu den Großteleskopen. Und was mich natürlich besonders fasziniert hat, ist die Entwicklung des Universums. Gab es etwas vor dem sogenannten Urknall oder hat es den Urknall überhaupt gegeben? Und dann eben bis zur Entstehung eines reflektierenden Bewusstseins, wobei ich dann zur Schlussfolgerung kam, dass das Gehirn eben ein quantenmechanisches Messinstrumentarium ist und wir eigentlich das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen, verursachen. Ja, das ist auch ein riesiger Fundus eigentlich an geschichtlichen Beispielen etc. Einer, der davor kommt, ist Giordano Bruno, der ja mit dem, ich nenne es jetzt mal, Wissensmonopol ziemlich zu kämpfen hatte, schon Jahrhunderte davor. Eigentlich hat man gewusst, dass... Eigentlich war Giordano Bruno ja ein unglaublich mutiger, man kann sagen auch schon liberaler und offener, obwohl er ja Mönch war, aber ein sehr offener Mensch, der was die Naturwissenschaften angeht, hier mit viel Mut hier Feststellungen getroffen hat, die später Selbstverständlichkeit wurden, aber in seiner Zeit eben leider zu einem qualvollen Tod geführt haben. Das heißt, er war ja 7 Jahre eingekerkert und ich habe jedes Kapitel mit so einem Ereignis eigentlich angefangen und Giordano Bruno ist für mich natürlich eine interessante Figur, weil er in der Zeit des Umschwungs der Naturwissenschaft existierte, aber natürlich gescheitert ist durch die dogmatische Kirche, durch die Institution, durch eine Einstellung, die katastrophal war, der Kirche, weil sie eben auch ihre Machtposition, und das bedeutete eben auch die Machtposition in der sogenannten Wissenschaft beibehalten wollten. Und so war Giordano Bruno für sie eigentlich unerträglich geworden. Deswegen hat mich das Schicksal besonders fasziniert. Aber ich meine, es sind ja viele Personen in dem Buch, die ich geschildert habe, Isaac Newton. Ich habe mir dann die Freiheit genommen, eben mich versucht rein zu versetzen in diese Personen. Und deswegen ist beinahe so ein bisschen ein belletristischer Aspekt reingekommen bei jedem naturwissenschaftlichen Kapitel.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, der Traum von Isaac Newton, den Sie da beschreiben, beruht der irgendwie auf Tagebucheinträgen oder ist das jetzt quasi von Ihnen erdacht als Beispiel? Aber der hat mich das irgendwie. Das sind schon wirklich intensive Recherchen, die ich durchgeführt habe. Deswegen sind auch zum Teil immer wieder mal Informationen in dem Buch drin, die nicht so geläufig sind oder nicht so bekannt sind. Und es sind natürlich Tagebucheintragungen, es sind Schriften, die er hinterlassen hat, dann natürlich Historiker, die sich mit der Person Newton befasst haben. Aber ich meine, das Hauptthema war in dem Buch und ist in dem Buch durchgezogen, ist, was ist Raum, Zeit und Gravitation? Und es sind eben diese drei Schlüsselfaktoren, die für die moderne Kosmologie, für die moderne Astrophysik, für Mathematiker nach wie vor ein großes Rätsel darstellen. Diese Begriffe, was ist Raum? Ist Raum eine Art Container, ein Behälter, in dem sozusagen auf der Bühne das kosmische Geschehen abläuft? Materie, Energie, die in diesem Container vorhanden sind, dieser Container expandiert. Das ist so ein bisschen die Auffassung der Naturwissenschaft und nach wie vor auch ein Problem. Die Idee ist, wenn wir aus dem sogenannten Universum alles rausnehmen würden, was existiert, also alle Galaxien mit ihren unendlich vielen Sternen, die Energie, was bleibt dann übrig? Was ist dann Raumzeit? Ist das etwas, eine Art Supervakuum oder ist Raumzeit eine Energie? Und ich tendiere natürlich auch zu der Auffassung, dass Raumzeit ein energetisches Phänomen ist, eine Feldenergie, die auch manipulierbar ist. Und vielleicht wird eines Tages die Menschheit so weit sein, dass sie diese Raumzeitenergie anzapfen kann und auch nutzen kann. Ein Beispiel für die Raumzeit als energetisches Phänomen ist eigentlich, dass heute die Naturwissenschaft, das heißt vor allem Kosmologen, darüber spekulieren, dass es eine dunkle Energie gibt, eine Energie, die noch nicht messbar ist, die nicht erfassbar ist, aber die offensichtlich existiert für die Kosmologen, denn das Universum beschleunigt ja in der Expansion, was eigentlich im Widerspruch ist, denn ursprünglich war so die Auffassung da, ja, wir haben ja die Gravitation tendiert eigentlich dazu, das Universum wieder zusammenzuziehen, so als ob man einen Stein hochschmeißt, der erreicht eine gewisse Höhe und dann stürzt er wieder zurück und so hat man das im Universum mit unserem Universum auch gesehen, das musste revidiert werden. Denn wir wissen, dass seit einigen Milliarden Jahren das Universum sich schneller ausdehnt, als ob da ein Beschleunigungsfaktor da ist. Und da geht eben die Naturwissenschaft davon aus, dass es eine Art dunkle Energie ist. Ich tendiere zu der Erkenntnis, dass die Raumzeit ein energetisches Phänomen ist, also nicht eine Art Vakuum. Und im Vakuum verstehen die meisten Menschen etwas Leeres, so eine Art Nichts. Nichts kann es natürlich nicht geben. Sondern, dass hier eine Art Superenergie existiert und dass eben diese Raumzeit auch Gravitation verursacht. Das heißt, das Buch Raumzeitprovokation der Schöpfung präsentiert auch ganz neue Modellvorstellungen. Ich räume mit dem Begriff Dimensionen auf. Die meisten Hörer werden jetzt sagen, ja, was sind Dimensionen? Wir wissen, dass das rauf, runter, rüber, also Höhe, Länge, Breite, Tiefe, das sind die Dimensionen, die wir kennen. Und dann haben wir noch die Dimension Zeit als sogenannte vierte Dimension. Und da entstand durch dieses Konzept, durch Minkowski und anderen eben das Raumzeitkontinuum, das vierdimensionale. Durch die neuen Theorien allerdings tendieren jetzt inzwischen schon Kosmologen zu 11 Dimensionen. Das heißt, durch neue elementarphysikalische Spekulationen und Modellvorstellungen, ich spreche hier die sogenannten String-Theorien an, vielleicht für die Hörer, die noch nicht diesen Begriff gehört haben. Strings bedeuten, dass die Elementarteilchen eben nicht punktförmig sind, sondern mikroskopisch kleine vibrierende Strings, also Fäden sind, unterhalb der Planck'schen Länge. Das heißt, sie sind so klein, dass wir sie nie sehen würden oder messen können. Aber durch diese neuen Modellvorstellungen hat das Universum nun auf einmal 11 Dimensionen. Das ist auch wieder für viele Menschen schwer zu fassen, denn wie will man eine völlig fremde Dimension sich vorstellen? Also die Vorstellung geht auf jeden Fall so weit, dass diese zusätzlichen Dimensionen ganz klein sind, zusammengerollt und überall existieren. Also gerade wenn jetzt viele Zuhörer hier über den Rundfunk oder das Internet was hören,
da sind überall diese versteckten Zusatzdimensionen vorhanden. Und das macht es eigentlich auch sehr spannend in diesen neuen Modellvorstellungen. Jetzt sind wir Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich zu viel rede. Ja, ja, nein, ich habe Sie eingeladen, damit Sie reden. Aber jetzt sind wir schon quasi mittendrin in dem Ganzen. Ein Hörer stellt da eine interessante Frage im Chat, und zwar, warum kann es nichts nicht geben? Wieso kann es nicht was? Warum kann es nichts nicht geben? Das haben warum Sie. Warum kann es Licht nicht geben? Ja. Ja, ich verstehe den Satz nicht, weil den Raum gibt es offensichtlich. Das heißt, das ganze Geschehen, das wir haben, ist ja eine Art Raum. Nur, was es nicht geben kann, ist sicherlich so eine Art riesiger Container. Das heißt, dass man irgendwo zum Ende kommt. Ich gehe persönlich davon aus, dass der Raum und die Zeit, die man nicht trennen kann, das ist ganz offensichtlich, dass es kein Ende gibt. Der Widerspruch, der vielleicht existiert, ist bei den Vorstellungen, dass vor 13,7 Milliarden Jahren das Universum als winziges Etwas angefangen hat. Da gab es noch keinen Raum und keine Zeit. Das ist ja die Vorstellung, dass es ein winziges, punktförmiges Etwas war. So klein, wesentlich kleiner als ein Atomkern. Und ein Atomkern ist nun mal sehr klein. Das heißt, dass Raum und Zeit mit dem sogenannten Urknall oder dem inflationären Prozess, es gibt da verschiedene Begriffe, die benutzt werden, Raum und Zeit erst entstand. Nun werden Ihre Hörer, die sehr intelligent sind, sagen, ja, wie kann denn das sein? Wie kann es, wenn es keinen Raum und keine Zeit gibt, wie kann dann etwas entstehen? Und in der Tat ist das auch ein Widerspruch. Manche Wissenschaftler gehen um dieses Problem herum und sagen, vor 13,7 Milliarden Jahren war das Universum zwar sehr klein, aber vorher war es schon mal sehr groß. Das heißt, die Vorstellung ist, dass das Universum so etwas Pulsierendes an sich hat, dass es von einem Punkt groß wird, sich dann wieder irgendwann zusammenzieht auf einen Punkt und dann wieder expandiert, sodass eigentlich Raum und Zeit immer existiert hat, nur es war eben so klein, so zusammengedrängt, dass eben erst durch die Expansion, durch den inflationären Prozess vor 13,7 Milliarden Jahren, dass eben auch der Raum sich ausdehnte und auch die Zeit. Und damit natürlich auch das Problem der Gravitation entstand. Und wenn jetzt Ihre Hörer fragen, was ist Gravitation, dann werden ich Ihnen sagen, die Wissenschaft weiß es nicht. Es gibt verschiedene Vorstellungen. Butler ist so arrogant und eingebildet, dass er sich einbildet, er weiß, was Gravitation ist. Und meine Antwort wäre, dass verdichtete Raumzeit Gravitation verursacht. Das heißt, Materie, also ob das jetzt Ihr Tisch ist oder Ihr Fernseher oder Ihr Rundfunkgerät oder, nachdem es unglaublich warm ist hier zurzeit in Süddeutschland, Ihr auch, mit einem kühlen Getränk, dass das eigentlich verdichteter Raumzeit ist. Das heißt, auch jeder Mensch, jedes Lebewesen, jedes Materieobjekt ist Raumzeit, die sich verdichtet hat. Das heißt, wenn wir also ein Materieobjekt auseinandernehmen, immer mehr verkleinern, dann sind es Atome, dann sind es sogenannte Atomkerne, dann sind es die sogenannten Quarks, die einen Atomkern ausmachen. Und wenn wir die wieder weiter auseinandernehmen, enden wir mit Raumzeit ab. Es ist aber durch die Verdichtung zu Materie, dass automatisch dieses Phänomen Gravitation existiert, weil es eine Zugkraft ausübt auf den Rest des Seins, auf den Rest des Kosmos. Und deswegen habe ich in meinem Buch das anhand eines Schwammmodells versucht darzustellen. Das heißt, wenn in einem Schwamm, nehmen wir als stellvertretend für die Raumzeit, ein Punkt sich verdichtet, dann entsteht eine Zugkraft zu allen anderen Teilen dieses Schwamms, weil sich ja hier etwas verdichtet hat, ein kleiner Klumpen, wenn man so will. Und das wäre dann die Gravitation. Das heißt, das wäre so eine Modellvorstellung, wie man sich das möglicherweise bildlich vorstellen kann. Okay, und jetzt es gibt heute andere Vorstellungen auch, die Quantenschleifengravitation, das heißt, man versucht die Raumzeit zu quantisieren mit der Gravitation, dass es also Gravitationsteilchen gibt, die man Graviton nennt. Aber diese Vorstellungen sind bis heute nicht bestätigt und man spekuliert. Und die sogenannte kosmische Wissenschaft, die Kosmologie, ist zurzeit in einer riesigen Sackgasse. Man hofft, dass eben durch die Versuche bei CERN in Genf mögliche Antworten hier sich materialisieren, um es mal so auszudrücken,
zum Beispiel die sogenannten Higgs-Teilchen, die die Masse verursachen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass diese Teilchen nicht so nachgewiesen werden können. Und die vielleicht noch eine Antwort, weil die ganze Quantenphysik geht davon aus, dass der Beobachter die Wirklichkeit entstehen lässt. Das heißt, das Messinstrumentarium wird immer wieder neue Teilchen verursachen, weil der Beobachter es will. Und das ist jetzt ein Teil, der schon beinahe verrückt klingt, auch esoterisch, obwohl er nicht esoterisch ist. Aber es ist in der Tat so, dass zum Beispiel Elementarteilchen wie das Elektron sich nach unseren Wünschen richtet. Wenn wir wollen, dass ein Elektron als Welle auftaucht, taucht es als Welle auf. Wollen wir es aber messen als Teilchen, taucht es als Teilchen auf. Wenn wir wollen, dass es durch einen Spalt geht, dann geht es durch den Spalt. Und wenn wir 10 Spalten haben in einer Tafel, dann geht es dieses eine Elektron automatisch durch alle anderen Spalten gleichzeitig durch. Das ist eben diese merkwürdige Geschichte. Und dann kommt natürlich durch die Quantenphysik auch der Gedanke, dass wir selber, wir sind ja auch, bestehen ja aus Elektronen, wir sind ja ein Quantenobjekt, dass jeder Gedanke, unser Gespräch, alles, was unsere Hörer jetzt sich vorstellen oder denken, dass das quantenmechanische Prozesse sind. Das heißt, es sind Wahrscheinlichkeitswellen, die ganzen Möglichkeiten da, und dem Moment, wo wir einen Gedanken fassen, kollabiert diese Möglichkeitswelle zu einem Gedanken. Und das ist etwas, wovon man heute wirklich ausgeht, vor allem durch Resultate und Versuchsreihen, die in der Quantenphysik durchgeführt wurden. Und jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen zurückrudern, also wir haben jetzt quasi Ihre Theorie schon einmal kurz umrissen, was natürlich sehr gut ist, damit alle wissen, um was es geht. Aber man kann jetzt also geschichtlich sehen, dass wir unsere Sinnesorgane immer mehr verstärkt haben, immer mehr erweitert haben. Wir haben Teleskope gebaut, das DESY, schließlich jetzt das CERN. Meine Frage an Sie wäre jetzt, was ist Ihrer Meinung nach die Essenz dessen, was wir mit diesem Rieseninstrument CERN bisher gelernt haben und hoffen noch zu lernen? Ich gehöre zu den Skeptikern, muss ich sagen. Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Es ist ja auch ein unglaublicher finanzieller Aufwand und auch verständlich, dass Naturwissenschaftler, das heißt Mathematiker, Elementarphysiker, Physiker und Kosmologen versuchen natürlich, das zu erkennen als etwas, was Wirklichkeit ist. Nur bevor ich diese Frage richtig beantworte, wir müssen uns immer darüber im Klaren sein. Die Wissenschaft wird die Frage nach dem Warum nie beantworten können. Das heißt, wir können nicht beantworten, warum ist das Universum entstanden? Warum haben wir ein Bewusstsein? Warum? Wir können nur versuchen, rauszukriegen, wie die Dinge geschehen. Und das heißt, wir haben immer zwei Ebenen. Wir haben die eine Wirklichkeitsebene, wie die Dinge wirklich sind. Aber durch unsere Sinnesorgane, und das ist jetzt das Problem, interpretieren wir die Dinge. Das heißt, wir müssen sie deuten. Entweder das, was unsere Augen sehen, oder durch unsere Gedanken, oder durch unser Gefühl, was wir hören. Und nun können wir natürlich, weil die Wissenschaft versucht, hier die Essenz des Seins, der Existenz zu erfassen, ein Instrumentarium entwickelt. Das heißt, weil unsere Augen nicht scharf genug sind, macht man Mikroskope. Elektronenmikroskope. Es gibt heute noch ganz andere neue Technologien, was die Teleskope was Mikroskope angeht. Ich spreche über Mikroskope. Aber im Großen versucht man natürlich nun Großteleskope entstehen zu lassen. Sonden, die unterwegs sind, die nehmen praktisch den Platz ein unserer begrenzten Wahrnehmung. Und dann natürlich, wenn wir in die Mikrowelt eintauchen, und das ist ja heute eben ganz entscheidend, das heißt in die Nanotechnologie, wo man möglicherweise eines Tages winzige Maschinen von Atomgröße entstehen lässt, das passiert auch zum Teil schon, oder aber eben in CERN, wo man sagt, okay, wir kennen noch nicht den ganzen Teilchen Zoo, es gibt so etwas wie eine Symmetrie, eine Supersymmetrie, und man nennt diese Teilchen dann SUSY-Teilchen, die man sucht. Das heißt, dass das Universum angefangen hat, glaubt man, es war sehr symmetrisch. Das heißt, die Naturkräfte, die wir kennen, waren alle vereint. Egal, Gravitation natürlich gehörte dazu. Das, so sieht die Wissenschaft, die elektromagnetische Kraft, die schwache und starke Wechselwirkung. Das war alles eine Einheit. Es war also unglaublich symmetrisch. Und wahrscheinlich auch sogar die Symmetrie zwischen Antimaterie und Materie. Aber mit der Inflation, mit der Expansion, ist das Universum ja abgekühlt
vor 13,7 Milliarden Jahren und eben danach. Und dann haben sich diese Naturkräfte getrennt. Und diese sogenannte Symmetrie ist gebrochen. Aber nachdem man davon ausgeht, dass jedes Teilchen auch einen passenden Zwilling hat, also eine Symmetrie existiert, sucht man in CERN nun diese sogenannten SUSY-Teilchen. Dann war die Frage, wieso hat Materie Masse? Wieso ist überhaupt das passiert? Wie kann es sein, dass Dinge Masse haben? Und da glaubt man eben auch wieder, dass ein Teilchen verantwortlich ist, das sogenannte Higgs-Teilchen, dass der Peter Higgs, ein schottischer Physiker, hat diese Theorie aufgestellt. Ich halte das persönlich für Unsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht aus Arroganz oder weil ich glaube, dass ich viel klüger bin als andere, das möchte ich dazu sagen. Es ist einfach, weil ich ja nun auch mich damit seit so vielen Jahren befasse und ich ganz überzeugt bin von der Quantenphysik. Und ich denke immer, dass diese Physiker, die diese Teilchen suchen, vergessen, dass die Quantenphysik was ganz anderes aussagt. Wir verursachen die sogenannte Wirklichkeit. Wenn wir ein Teilchen finden wollen, werden wir es auch produzieren. Das ist das Merkwürdige, es klingt verrückt. Das heißt, wir werden dann wieder eine subjektive Wirklichkeit erzeugen und diese Higgs-Teilchen sind mit Sicherheit nicht verantwortlich dafür, dass Masse entsteht, sondern ich gehe immer von verdichteter Raumzeit aus und die entsteht durch sogenannte Quantenfluktuation. Das heißt, wenn wir ein Supermikroskop hätten und wir könnten uns die Raumzeit anschauen, ich bin sicher, wenn unsere Zuhörer in den Himmel raufschauen, dann sehen sie die Sterne, ein Teil der Milchstraße. Und wenn man sich das alles wegdenkt, dann sagt man, da oben ist der Raum. Aber was ist denn das? Das ist diese sogenannte Raumzeit. Die kann man nicht sehen, die kann man nicht fühlen. Aber wir wissen, dass die Zeit ja ein so eine Art linearer Ablauf ist. Das heißt, wir haben ein Zeitpfeil. Wir werden geboren, wir werden älter und eines Tages gehen wir dann auch in den Sarg oder werden reingelegt. Wenn eine Tasse runterfällt, zerbricht sie. Aber wir haben noch nie gesehen, dass die Tasse, die Scherben zurückkommen, sich wieder zusammensetzen als Tasse. Das heißt, es ist dieser Zeitpfeil, der von der Vergangenheit in die Zukunft gerichtet ist. Das verstehen Physiker auch nicht. Die sagen, die Zeit müsste man eigentlich auch umkehren, diesen Zeitpfeil. Eine Tasse müsste sich auch wieder zurückkehren, zusammensetzen. In der Quantenphysik allerdings sind diese Möglichkeiten sogar da. Und das eröffnet natürlich auch die Frage, können wir in der Zeit reisen? Denn das ist ja auch was mit dem Zeitfall. Wir bewegen uns in die Zukunft. Unsere ganzen Hörer jetzt, und die möchte ich nochmal herzlich begrüßen und möchte mich bedanken, dass das Interesse überhaupt für dieses Thema da ist. Diese Idee, dass wir uns in die Zukunft bewegen und nicht in die Vergangenheit bewegen können, ist mathematisch nicht ganz korrekt. Wir könnten die Raumzeit ja manipulieren. Weil die Raumzeit eben nicht ein Nichts ist, ein Nichts kann es nicht geben, das ist schon mal philosophisch, denn in dem Moment, wenn wir über ein Nichts reden, ist es ja ein Etwas. Aber diese Raumzeit ist eben ein Etwas, das manipulierbar ist. Entweder zum Beispiel durch Gravitation, wenn wir in die Nähe eines schwarzen Lochs kommen, da bleibt die Zeit stehen, im sogenannten Schwarzschildradius, im Eichelshorizont, oder aber durch Beschleunigung. Wenn wir uns unendlich schnell bewegen, verläuft die Zeit für uns langsamer. Könnten wir uns mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, würde die Zeit auch rückwärts laufen. Nur das können wir nicht, weil wenn wir uns schneller als das Licht bewegen wollen, brauchen wir unendlich viel Energie und wir würden immer massereicher werden. Aber es gibt zum Beispiel Teilchen, die theoretisch möglich sind, die mit Lichtgeschwindigkeit entstehen und die bewegen sich in die Vergangenheit. Also dieser Zeitpfeil von der Vergangenheit in die Zukunft ist in vieler Hinsicht auch mathematisch umkehrbar. Und deswegen eben auch immer wieder das Thema, das ja auch in Science-Fiction-Filmen auftaucht, dass man möglicherweise eine Zeitmaschine oder was entwickelt, wo man dann in die Vergangenheit reisen kann. Und dann möchte man vielleicht Dinge korrigieren. Wenn man selber ein Blödsinn gemacht hat, könnte man zurückreisen und sagen, oh, da habe ich Mist gebaut vor 30 Jahren, das korrigiere ich, ich reise zurück. Oder in der Geschichte korrigieren wir. Nur das sind ja natürlich ein Paradoxon, dass das entsteht. Und die Quantenphysik sagt, wir können Ereignisse nicht umkehrbar machen. Das heißt, die Tasse, die runtergefallen ist, da können wir jetzt nicht zurückreisen in die Vergangenheit und die Tasse wieder ganz hinstellen. Das geht nach der Quantenphysik nicht, weil da eben diese sogenannte Viele-Welten-Theorie entsteht. Das heißt, wir würden automatisch auf eine andere Zeitlinie gehen, in eine Parallelwelt.
Und da könnten wir die Tasse zwar in Ordnung bringen, aber wenn wir zurückkehren zu unserem Zeitpunkt, ist es nie passiert. Ich rede wahrscheinlich zu viel und vielleicht auch zu schwierig, also unterbrechen Sie mich bitte. Das tue ich schon. Aber nein, also bisher finde ich das alles sehr spannend. Die Untersuchungen in CERN könnten aber doch eine interessante Zwischenstation sein, oder sind es? Ich nehme an, dass sie das sein werden, denn wenn das jetzt wirklich so ist, dass diese Teilchen quasi durch diese Messung, die da durchgeführt wird, sehr komplexe Messung, entstehen, unter Anführungszeichen, ich lasse das einmal so im Raum stehen, dann würde man sich ja dieser Tatsache irgendwann bewusst werden, denn es sind ja hochintelligente Menschen, die sich damit beschäftigen. Da haben Sie völlig recht, das ist auch ein Problem, aber das haben natürlich viele kluge Quantenphysiker auch erkannt. Ich habe, wenn man sich zum Beispiel mit Professor Zeilinger, da können wir noch über das Thema verschränkte Teilchen sprechen, über spukhafte Fernwirkung, solche Geschichten. Nur auch der Zeilinger hat mal sehr nett in einem Buch Feststellung, wenn ich in Tirol oder woanders wandert gehe und ich sehe eine Kuh, dann ist es ja so, dass die Kuh nur existiert, weil ich sie sehe. Wenn ich mich umdrehe und sie nicht beobachte, existiert die Kuh nicht. Da haben natürlich jetzt viele clevere Leute gesagt, das ist ja absoluter Quatsch, die Kuh existiert natürlich, wenn ich mich wegdrehe. Ich kann ja eine Kamera hinstellen und die Kuh dann fotografieren. Nur, wir gucken uns ja dann das Bild an. Das heißt, diese Frage, dass die Dinge einfach existieren, weil wir sie beobachten, war für Einstein schon schwierig. Er hat ja den boshaften Satz mal gesagt, was soll denn dieser Blödsinn heißen? Wenn ich den Mond nicht anschaue, gibt's den Mond also nicht? Da könnte man natürlich argumentieren, nur dadurch, dass wir den Mond eben anschauen, egal ob direkt, indirekt auf einem Bild, existiert für uns der Mond. Die Quantenphysik stellt eindeutig fest und viele beweisende Resultate liegen ja vor, dass der Akt des Beobachtens, der Akt des Messens, das Messinstrumentarium, die Dinge entstehen lässt. Alles ist vorher überlagert, das ist der Fachausdruck in der Quantenphysik. Die Kuh existiert in anderen Worten überlagert irgendwo als Möglichkeit. Aber in dem Moment, wo wir sie beobachten, existiert eben diese Kuh. Das ist ein quantenphysikalischer Prozess, von Quantenphysikern auch voll akzeptiert ist, aber auch Quantenphysiker und der berühmte Nobelpreisträger Feinberg hat mal gesagt, wer glaubt, dass er die Quantenphysik versteht, der versteht sie nicht. Die Quantenwelt ist anders als unsere normalen Erlebnisse, die wir haben. In dieser Welt der winzigen Elementarteilchen und Ereignisse, die unterhalb der sogenannten Planck'schen Länge sind, Planck'sche Länge bedeutet, es ist so winzig, so klein, dass man es nicht messen, nicht sehen kann, da passieren Dinge, die eben anders sind. Klassisches Beispiel ist der sogenannte Quantensprung. Wahrscheinlich haben schon viele Hörer davon gehört. In dem Moment, wo ein Elektron um den Atomkern von einem Umlauf zum anderen Umlauf springt, verschwindet das Elektron aus unserer Raumzeit und taucht dann wieder auf. Wo war das Elektron? Kein Physiker weiß es. Das heißt, neben unserer sogenannten Welt, die wir kennen, gibt es eben ganz versteckte Welten noch, wo diese physikalischen Begriffe, die mit denen wir es zu tun haben, denken, überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Entfernung spielt keine Rolle. EPR-Effekt. Wenn Sie ein Zwillingspärchen von Elektronen haben und Sie trennen dieses Zwillingspaar, meinetwegen ganz weit weg zum anderen Ende des Universums, den anderen Zwilling behalten Sie. Und Sie verändern an diesem Elektron etwas, zum Beispiel die Achse oder die Spinrichtung, dann macht dieser andere Zwilling das augenblicklich mit, ohne Signalübertragung. Das heißt, in dieser Elementarteilchenwelt gibt es das Zeitphänomen nicht, gibt es eine räumliche Trennung nicht mehr. Das ist eine völlig andere Welt. Und deswegen ist es einfach auch so, dass wenn in CERN die Wissenschaft Teilchen sucht, dann wird sie auch zum Teil finden. Das heißt, wenn das Messinstrumentarium jetzt erstmal stimmt. Das bedeutet aber nicht, dass diese Teilchen eine Rolle spielen, sondern sie waren vorher überlagert, als überlagerte Möglichkeit da. Und durch das Messinstrumentarium bringen wir diese überlagerte Möglichkeit zum Kollabieren
und es wird dann eine sogenannte subjektive Realität für uns. Das ist diese merkwürdige Welt, die faszinierend ist, der Quantenphysik. Und im Übrigen möchte ich noch eine Feststellung machen. Es ist eben auch diese Welt, die viele paranormale Fähigkeiten oder Ereignisse erklären kann durch Resonanzphänomene. Wir müssen einfach akzeptieren, dass das Universum wesentlich komplizierter und spannender und interessanter ist als einfach nur das, was wir anfassen können, was wir erstmal mit unseren Augen wahrnehmen, sondern es gibt doch ganz andere Bereiche, die hier sehr exotisch sind und sehr ungewöhnlich sind, aber sehr spannend dadurch auch. Nun, jetzt das Beispiel mit der Kuh finde ich recht interessant. Die Kuh nimmt sich doch auch selbst wahr. Das reicht aber nicht. Ich habe Sie nicht verstanden jetzt. Die Kuh nimmt sich doch auch selbst wahr. Ja. Aber das reicht nicht, dass sie quasi existiert, oder wie kann man das verstehen? Oder anders gefragt, würde ich nicht existieren oder würden Sie nicht existieren, wenn niemand anderer Sie sieht? Ja. Aber Sie nehmen sich doch selbst wahr. Sie können ja in einen Spiegel schauen. Weil ich mich selbst wahrnehme, existiere ich auch. Ganz vorsichtig, ich weiß, das klingt absolut verrückt jetzt. Wir reden natürlich jetzt vom Prinzip der Quantenphysik. Das heißt, ich kann mich ja anfassen, ich spüre, dass ich existiere. Man könnte natürlich sagen, ich denke, deswegen bin ich. Einen berühmten Spruch, den ja auch mal ein französischer Philosoph gesagt hat. Am lieben Gott hat er übrigens nicht gezweifelt. Aber er hat sich auch gefragt, existieren wir eigentlich? Und ja, genau. Ja. Weil wir denken, sind wir. In der Quantenphysik existiere ich als überlagerte Möglichkeit. In dem Moment, wo ich diese Selbstwahrnehmung habe, kollabiert diese überlagerte Möglichkeitsfälle. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer sagen, das ist absolut verrückt, aber das ist Quantenphysik. Und jeder, der sich mal ein bisschen damit befasst, wird mit diesen Problemen konfrontiert werden. Wir existieren und die Dinge sind für uns da, weil wir sie wahrnehmen. Das heißt, weil wir sie beobachten, weil wir sie messen, weil wir sie sehen. Die Frage kann man letztendlich auch gar nicht mehr beantworten, ob die Dinge dann auch existieren, wenn wir sie nicht mehr wahrnehmen. Wir können das nicht nachweisen. Das ist unser Hauptproblem. Denn in dem Moment, wo wir das nachweisen wollen, existieren ja die Dinge. Das heißt, wir werden immer eine Kette, die Kette könnte noch so lang sein. Ich drehe mich weg, ein anderer dreht sich weg und dann hat der irgendein Fotoapparat. Irgendwann müssen wir die Dinge wieder wahrnehmen und sie existieren. Das heißt, diese sind ein theoretischer Ansatz in der Quantenphysik, werden wir nie hundertprozentig nachweisen können. Das Universum existiert, weil wir es wahrnehmen. Würden wir uns abdrehen wegdrehen vom Universum, es nicht mehr wahrnehmen, würde nach der Quantenphysik das Universum nicht existieren. Nur wir können uns nicht wegdrehen, auch wenn wir die Augen zumachen, haben wir eine Wahrnehmung. Das klingt absolut verrückt, aber das ist nun mal, es tut mir leid, das ist eben ein wichtiger Aspekt in der Quantenphysik. Da kommt auch noch die Unschärfe dazu von Heisenberg, dass wir sowieso nur begrenzt durch unser Messinstrumentarium Dinge wahrnehmen. Das heißt, die Realität verändern wir immer durch das Messen. Das ist in der Soziologie so, das wissen Sie auch, wenn ein Experiment gemacht wird mit einer Menschengruppe, dann ist ja der Experimentator, der Beobachter, wird immer unbewusst diese Gruppe beeinflussen. Das ist das Problem. Und in der Quantenphysik ist es nun ganz extrem. Das heißt, das Messinstrumentarium, der Experimentator, beeinflusst immer wieder das Resultat und verursacht dann eben auch Teilchen. Und das ist bei CERN ganz wichtig. Wenn ich ein bestimmtes Teilchen suche, dann habe ich richtig mein Messinstrumentarium total darauf aus. Und dann, so muss ich es leider ausdrücken, sind die Elementarteilchen so gütig, so freundlich und entsprechen unseren Wünschen und zeigen sich dann eben auch als Teilchen, die wir haben wollen. Das ist einfach ein Phänomen in der Quantenphysik. Und das macht eben auch unser Dasein so spannend. Die Frage, ob die Kuh auf der Wiese nun existiert, wenn ich sie nicht wahrnehme, werden wir nie beantworten können. Zeilinger hat es sehr hübsch, ich weiß nicht, Professor Zeilinger, den ich sehr achte und sehr, sehr bewundere, macht ja seine spukhafte Fernwirkung oder wie er sie nennt, macht er ja diese Experimente mit dem EPR-Effekt. Und auch er hat schon diesen Satz sehr schön geprägt, ist die Kuh denn nun da, wenn ich sie nicht wahrnehme? In der Elementarphysik ist es tatsächlich so, dass die Kuh nicht existiert, wenn ich sie nicht wahrnehme, sondern nur eine Möglichkeit ist. Es
ist schwierig zu verstehen, aber das ist eben ein spannender Aspekt. Und ich befasse mich sehr gern damit. Es ist das abstrakteste und schwierigste Thema in der Physik, ist wirklich die Quantenmechanik. Aber sie war eine Revolution, darf man nicht vergessen. Wir waren in der Vergangenheit sehr mechanistisch orientiert. Das ist so kartesische System, wie man es nennt. Die Welt war einfach zu erklären. Das waren Dominoteilchen. Dann kam auch noch die Chaostheorie. Da hat man gesagt, okay, alles hat irgendwo eine Ursache. Wenn der Schmetterling mit seinem Flügelchen schlägt, dann kann irgendwo ein Wirbelsturm entstehen. Oder die Chaostheorie, die eben gesagt hat, auch im schlimmsten Chaos ist eine mathematische Ordnung. Aber es war immer das kartesische System, das materialistisch orientiert. Das geht auf die alten Griechen schon zurück, die ja gesagt haben, das Wesen des Seins, das sind Bausteinchen, das sind winzige Teilchen. Die Atomtheorie ist da entstanden. Man ist heute ganz anders. Wir sind in einem Bereich, der sehr exotisch ist. Und als ich bei dem Nobelpreisträger Steven Weinberg war in Austin, in Texas, der sich ja gerade mit der Vereinigung mit Elementartechnik befasst, der hat gesagt, wissen Sie, Elementarphysik wird immer esoterischer. Und das ist ein Physiker, der die Esoterik total ablehnt. Aber das ist so. Und wir haben heute, wenn Sie mal überlegen, zusätzliche Dimensionen. Wir haben Elementarteilchen, die sich merkwürdig behalten. Das Elektron ist so, als ob das Elektron ein Gedächtnis hat. In Experimenten konnte man ein Geschehen, das vielleicht vorgestern war, rückgängig machen. Das sind Experimente, die durchgeführt wurden, als Beispiel. Das ist so, als wenn jetzt ein Zuhörer gestern einen Film gesehen hat oder im Kino war oder draußen in einem Biergarten war oder wo auch immer. Und ich könnte heute durch ein Experiment erreichen, dass er gestern das nicht gemacht hat. Heute, dass er gestern was anderes gemacht hat, als er gemacht hat. Das ist in der Elementarphysik, in Quantenphysik tatsächlich so. Man kann das Elektron dazu bringen, dass es etwas anderes vorgestern macht, als es gemacht hat. Aber das ist halt, solche Experimente wurden durchgeführt. Yeah. Das ist eine ganz andere Wirklichkeit. Aber letztendlich, das war unser Ausgangspunkt, ist es immer die Wirklichkeit, eine Modellvorstellung, die durch unsere Sinnesorgane gegeben ist. Und alles, was die Wissenschaft tut, alles, was sie sagt, alles, was sie macht, sind immer nur subjektive Modellvorstellungen. So kann auch dieses Prinzip, dass die Dinge nur existieren, wenn wir sie wahrnehmen, falsch sein. Es ist eine Modellvorstellung der Quantenphysik, die aber inzwischen durch einige Experimente sich zu bestätigen. Nur, auch die Experimente brauchen ein Messinstrumentarium. Das ist das Problem, das wir jetzt wieder haben. Das heißt, der Experimentator beeinflusst automatisch auch dieses Resultat. Jetzt, Sie haben also gesagt, die Elementarteilchen haben dann quasi die Güte zu entstehen, weil ich sie messen möchte. Das ja. Funktioniert aber nicht auf der Makroebene, weil sonst könnte man ja... Nein, da haben Sie recht. Auf der Makroebene ist es eben doch ganz anders. Da haben wir immerhin so eine Art Ursache-Wirkung, eine Kausalreihe, wie man sie nennt. Ob die Kuh in der Makroebene existiert, wenn ich mich abwende, interessiert wahrscheinlich die meisten Zuhörer nicht, auch mich nicht, denn wenn ich sie nicht wahrnehme, ist mir wurscht, ob sie existiert oder nicht. Es ist durch mein, dass ich sie sehe auf der Weide, sage, das ist eine wunderschöne Kuh. Wenn nun dieser Witz, den Zeilinger gemacht hat, wenn ich die Kuh nicht sehe und nicht wahrnehme, existiert sie nicht, das können wir nie feststellen, ob das wirklich so ist. Auf der Makroebene, und das sichert ja auch irgendwie unsere Existenz. Würde die Makroebene sich so verhalten wie auf der Quantenebene, dann hätten wir Probleme. Nur, bitte, jeder Hörer heute Abend sollte bedenken, dass wir Quantenobjekte sind. Unser Körper besteht aus Quanten, besteht aus Elektronen, aus Elementarteilchen. Wenn Sie einen Menschen anfassen, dann ist ein Widerstand da, weil die Elektronen da sind. Wenn man einen Stuhl oder eine Couch oder einen Tisch anfasst, dann fühlt er sich hart an und wir können mit der Hand nicht durchgehen. Warum? Weil die Elektronen der Widerstand sind. Aber diese Elektronen sind hochinteressant. Sie haben Information, sie haben, man könnte sogar sagen, eine gewisse Intelligenz. Sie vermitteln Nachrichten durch Photonen, also durch die Lichtteilchen. Das sind ihre Botschafter, ihre Nachrichtenträger. Die Elementarwelt ist faszinierend und sehr, sehr spannend. Aber auf der Makrowelt haben wir Gott sei Dank so eine Ursache und Wirkung. Und ich kann jetzt auf der Makroebene Ihre Hörer nicht dazu bringen, gestern was anderes
getan zu haben als die Taten. Also das schaffe ich nicht und das schaffen Sie nicht, schaffen wir alle nicht. Und das ist vielleicht ganz gut so. Aber auf der Elementarteilchenebene ist das möglich. Und das ist das Erstaunliche, wie auch die sogenannte Zwei-Spalten-Experiment in der Quantenphysik für viele völlig unverständlich ist. Also dass ein Teilchen gleichzeitig verschiedene Wege gehen kann. Das ist sehr sonderbar, es ist aber so. Ein Teilchen ist ein Photon oder Elektron, ist überall und nirgendwo. Erst wenn wir es messen, ist es dann, zeigt es sich, weil es gütig ist, sehr freundlich ist, als Teilchen oder eben als Welle. Und deswegen nennt man sie manchmal wellige. Und in der Quantenphysik haben sie dann wieder einen berühmten Österreicher, ich spreche ja nun hier in Österreich, das ist der Schrödinger. Und da werden vielleicht einige hören sagen, ja, die Schrödinger Katze. Dieses böse Beispiel mit der Katze, sie ist tot und sie lebt, oder sie lebt und sie ist tot. Da gibt es eben diese Katze in einem Kasten mit einem kleinen Giftbehälter und ein Atom kann zerfallen. Und wenn der Atom zerfällt, wir wissen aber nicht genau wann, dann bricht diese Kapsel mit dem Gift und die Katze wäre nun unserer Ansicht tot. Nun sagt aber die Quantenphysik, sie kann auch noch leben. Es liegt jetzt an uns, ob sie lebt oder tot ist, denn wir können sowieso nicht voraussagen, wann dieses Atom genau zerfällt. Und es ist erst durch den Akt des Beobachtens, dass die Katze tot ist oder sie lebt. Das ist ein Beispiel von Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger, weil er auch dieses Beispiel in der Quantenphysik angeführt hat und ist berühmt geworden als Schrödingers Katze. Ich bin sicher, dass Schrödinger diesen Versuch nie gemacht hat. Er war ein sehr freundlicher, lieber Mensch. Und ich glaube, er ist in Alpbach oben beerdigt. Da ist ein Grab. Ein großer Bewunderer von Schrödinger, der sich sehr stark auch mit der Elektronen befasst hat, das Ausschließungsprinzip entwickelt hat und so weiter. Ja, und also diese Schrödinger-Katze, die dann eben in Superposition ist, tot, ja, genau, und lebendig zugleich. Und genau, der die Tür öffnet, der, ja, tötet sie unter Umständen. Ja. Ein interessantes Gedankenexperiment. Und ich glaube auch, dass das beim Gedankenexperiment geblieben ist. Können Sie noch ein bisschen auf diese spukhafte Fernwirkung, ja, eingehen, die ja auch Anton Zeilinger... Weil wir ja auch in der Kommunikation in der Zukunft, Sie wissen selber, wenn eines Tages die Menschen zum Mars fliegen, um dort Terraforming durchzuführen, das heißt den Mars als Ausweichwelt für die Überbevölkerung der Menschheit ummodeln will, das heißt wieder eine stickstoff- und sauerstoffhaltige Atmosphäre dort durch Algen oder durch Spiegelsysteme, die den Sauerstoff freisetzen. Das heißt, die Kommunikation vom Mars würde dann 20 Minuten dauern, vom Mars zur Erde und 20 Minuten zurück. Durch den sogenannten EPR-Effekt, und ich erkläre nochmal genau, vielleicht, dass einige Hörer nicht wissen, was das bedeutet. Einstein, Podolsky und Rosen waren Wissenschaftler. Deswegen nennt man es auch den EPR-Effekt. Nun waren aber diese drei Herren, kluge Professoren, gegen den sogenannten EPR-Effekt. Der EPR-Effekt bedeutet nämlich, dass Teilchen sich Informationen zuschustern, ohne Zeitverlust und ohne Raumverlust. Das heißt, egal wie weit diese Teilchen auseinander sind, die Zwillingspärchen, sie führen einen Dialog, sie kommunizieren ohne Signale. Und Signale würden ja bedeuten, dass sie mit Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer in der Sekunde, Informationen übertragen müssten. Brauchen diese Teilchen nicht, anders als wir. Wir kommunizieren jetzt mit Lichtgeschwindigkeit, weil es ein elektromagnetisches Signal ist. Ich habe den Hörer an meinem Ohr. Aber auf dieser Ebene, der Subelementarebene, da gibt es keine Entfernung. Egal, ob dieses Teilchen, wie gesagt, 40 Milliarden Lichtjahre entfernt ist von seinem Zwilling, sie können sich augenblicklich ohne Zeitverlust informieren. Und wenn man das eine Teilchen verändert, macht das andere Teilchen diese Veränderung mit. Diese Versuche macht der Professor Zeilinger in Wien. Inzwischen hat er die Entfernung, früher hat er es über die Donau gemacht mit dem sogenannten EPR-Effekt. Jetzt geht er schon weiter, ich glaube, er hat dann mit Kanarischen Inseln und jetzt will er irgendwann diese Versuche mit dem Satellit machen. Das heißt, er will diese Teilchen immer weiter auseinander befördern, um zu sehen, wie sie sich verständigen. Und alle Versuche zeigen, dass diese spukhafte Fernwirkung, wie man sie auch nennt, spukhaft, weil sie eben augenblicklich passiert. Und diese
Versuchsreihen sind so überzeugend, dass inzwischen man von Quantencomputern spricht, dass wir Kommunikationssysteme in der Zukunft haben, die ohne Zeitverlust kommunizieren können. Das heißt, auch diese Versuche haben eine ganz praktische, reale Basis, weil man eben sie umsetzen kann, auch im täglichen Leben. Am Ende wird man ganz neue Kommunikationssysteme haben. Nun könnte man davon ausgehen, wenn wir eines Tages schneller als das Licht Kommunikation haben, dann haben wir das Interview schon längst gemacht. Das heißt, bevor wir anfangen, ist das ganze Interview schon gemacht worden. Das heißt, weil hier geht die Zeit dann auch wieder rückwärts. Das sind mathematische Geschichten, die Möglichkeit sind. Das heißt, es ist so, als ob ich irgendwo hinfahre und ich schon dort bin, bevor ich weggefahren bin. Klingt verrückt, aber auf der mathematischen Ebene sind diese Geschichten möglich. Auf jeden Fall ist der EPR-Effekt inzwischen sehr wichtig. Viele nennen es als Teleportation, das ist es noch nicht. Ich war im Institut von Zeiliger ursprünglich in Innsbruck gewesen, weil ich fürs englische Fernsehen eine Sendung gemacht habe über diese Versuche, die ich sehr spannend fand. Und da haben viele Zeitungen geschrieben, der erste Schritt zur Teleportation. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Geschichten, die der Zeilinger macht, ist eine Informationsübertragung ohne Zeitverlust. Das heißt, ich kann den Tisch selber nicht durch Raum und Zeit transferieren oder beamen, wie es wir in Star Trek haben, solche Geschichten, sondern bei diesem Experiment durchgeführt, man transferiert die Information vom Tisch woanders hin. Und das heißt, wenn da die Materie vorhanden ist, setzt sich dann der Tisch am anderen Ende zusammen. Dieser Tisch würde hier bleiben, aber die Information von diesem Tisch könnte man überlichtschnell, ohne Zeitverlust, woanders hin senden und dann würde sich dort ein Tisch zusammensetzen, der identisch ist mit dem Tisch, den ich hier habe. Das heißt also, anders als bei dem Beamen in den Science-Fiction-Filmen, wo der ganze Mensch woanders hin gebeamt wird, würde bei diesen Versuchen, im Moment ist ja nur der Anfang gegeben, die Information des Menschen woanders hin übertragen werden. Soweit ist man übrigens noch lange, lange, lange nicht. Im Moment ist es nur die Information von einem Elementarteilchen, von einem Elektron oder von einem Photon. Diese Information wird eben woanders hin gebeamt, wenn man so will, ohne Zeitverlust. Ein Hörer fragt da im Chat, ob Sie den Ansatz von Lisa Randles kennen. Ja, natürlich. Ja, können Sie da ein bisschen was drüber erzählen oder passt das wir da jetzt? Aber es geht jetzt ums UFO-Thema, ne? Nein, es geht da, er hat es geschrieben, ich kenne die Dame jetzt nicht. Ich habe nichts dagegen, ich bitte Sie. Also ich Gravitation greift in Multiversen über, ja. Ist das so das Stichwort? Ja, das Multiversum ist ein Modell, das schon lange, eigentlich schon seit vielen Jahren da ist, dass man davon ausgeht, dass das Universum, unser Universum, als es vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden ist, entweder hinein expandiert ist in einem größeren Universum oder aber, dass es eine ganze Reihe gleichzeitig anderer Universen gibt, wenn man so will, Baby-Universen. Und einige dieser Baby-Universen werden zu unserem. Aber dann kam natürlich die Brahnen-Theorie auf, dass die Universen Seite an Seite mit unserem Universum ein Multiversum existiert, aber dass das sogenannte Brahnen sind. Man muss sich das vorstellen wie ein Toastleib. Das heißt, jede Scheibe Toast wäre dann ein Universum. Das ist so eine Theorie, die sogenannte Brahnen-Theorie, ich habe die mit dem Namen Lisa Randles verwechselt. Ich bin jetzt beim richtigen Thema wieder. Das heißt, Jenny Randles, glaube ich, haben Sie wahrscheinlich. Ja, also ich habe den Namen verwechselt. Ich weiß genau, worüber wir reden. Die Randles kenne ich natürlich. Dieses Multiversum übrigens existiert nicht nur in der Brahnen-Theorie, sondern man geht jetzt davon aus, dass sowieso unser Universum nur eines unter unendlich vielen ist. Sodass diese Multiversum-Theorie eigentlich sehr stark Fuß gefasst hat und dass die Gravitation als schwächste Naturkraft ein geschlossener, freier String ist, der sich zwischen
den Universum auch bewegen kann. Es war die schwächste Kraft, aber die weitreichendste, das Wort Kraft in Anführungsstrichen, das hängt eben dann auch mit dem Multiversum zusammen, sodass diese Gravitation, die wir hier kennen, als geschlossene String, als, wenn man so will, wie so ein Kranz, sich frei bewegen kann, auch zwischen den Bahnen oder den anderen Universen. Das heißt, auch hier würde die Gravitation sich auswirken auf andere Universen. Das heißt, unser Universum hat ein Gravitationspotenzial, das aber andere Universen beeinflusst. Und da entstand eben auch die Theorie, ob nicht durch den Zusammenstoß zweier Bahnen der Urknall überhaupt in Gang kam. Denn kein Wissenschaftler kann zurzeit erklären, warum es den Urknall, wenn sie ihn überhaupt gegeben hat. Ich bin nicht vom Urknall überzeugt, ich bin ein Gegner, was den Urknall angeht übrigens. Aber da gibt es eben wieder so eine Modellvorstellung und man sollte eben nie vergessen, dass diese ganzen Geschichten, über die wir reden, die Wissenschaft stellt Modelle vor. Einige haben Bestand, andere gehen wieder unter. Aber es sind subjektive Modellvorstellungen, auch die große einheitliche Feldtheorie ist eine Modellvorstellung. Wir können versuchen, aus unserer subjektiven Wirklichkeit Modelle aufzustellen, wie die Dinge funktionieren, wie sie entstanden sind. Warum, werden wir nie beantworten können. Das ist viel die Frage nach dem lieben Gott. Können wir beantworten die Frage, ob es einen Schöpfergott gibt? Wir können daran glauben, das ist okay. Aber das ist eine subjektive Vorstellung, ein subjektives Modell. Ob dieses Universum durch eine Schöpfungskraft entstanden ist, ob es den sogenannten Übervater gibt, den lieben Gott, das sind subjektive Modellvorstellungen, die wir nie richtig beantworten können, denn das ist auf einer anderen Wirklichkeitsebene. Da haben wir praktisch keinen Zugang, sondern wir können nur spekulieren. Das sind die Dinge, warum sie entstanden sind. Gibt es einen Schöpfergott? Wenn, warum gibt es ihn? Wir können auch fragen, wenn es den lieben Gott gibt, warum gibt es den lieben Gott überhaupt? Warum ist der Mensch entstanden? Dann könnten natürlich jetzt Biologen sagen, ja, weil sich einige Aminosäuren zusammengetan haben. Aber am Ende wird man immer weiter warum fragen können. Wir können diese Fragen nicht beantworten. Was wir heute hier machen, wir können über das Wie sprechen, müssen uns aber darüber im Klaren sind, dass das Modellvorstellungen sind. Es gibt andere Dinge, wo wir sagen können, naja, wir beobachten Dinge, deswegen sind sie für uns Realität. Und wenn wirklich außerirdische Zivilisationen existieren, davon gehe ich ja aus, und wir werden ab und zu mal besucht, dann können wir solche Objekte beobachten. Aber die Frage, warum existieren Außerirdische, da werden wir immer wieder ein weiteres Warum. Ja, weil die Bedingungen korrekt waren, weil sie auf einem Planeten leben, wo die Bedingungen günstig sind, da sind die halt entstanden. Aber dann können wir wieder weitergehen. Warum, warum, warum? Das ist sehr problematisch. Und deswegen sagen alle Naturwissenschaftler, ob das bei CERN oder sonst wo ist, sie stellen nicht die Frage nach dem Warum, sondern nach dem Wie. Und das ist eben unsere Welt. Wir können uns leider mit dem Wie nur begnügen. Das Warum bleibt uns irgendwie verschlossen. Deswegen sagen auch einige Wissenschaftler, ich habe mit Steven Weinberg, das ist ein Nobelpreisträger in Amerika gesprochen, sagt ja, eigentlich ist es sehr traurig, dass die Dinge entstanden sind, aber wir eigentlich keinen Zugang zu dem Warum haben. Das Einzige, was uns Menschen Würde gibt, dass wir uns jetzt zum Beispiel unterhalten, dass wir spekulieren, dass wir uns Gedanken machen. Das reflektierende Bewusstsein, das ist das größte Geheimnis. Übrigens auch der Lehrer von Stephen Hawking, mit dem ich in Oxford gesprochen habe, Roger Penrose, den ich sehr, sehr bewundere. Ein genialer Mathematiker. Ich hoffe, dass er einen Nobelpreis irgendwann kriegt. Er hat es verdient. Er war der Lehrer von Stephen Hawking, den ihr wahrscheinlich inzwischen alle kennt, durch die Medien wirksamen Auftritte. Er sitzt in einem Rollstuhl durch seine muskuläre Erkrankung und spricht über den Computer. Sein Lehrer war eben Penrose. Und Penrose hat ein Thema, sagt er, das interessanteste, komplizierteste ist, aber auch da kann man die Frage nach dem Warum nicht beantworten. Warum hat der Mensch ein Bewusstsein, das Fragen stellen kann, sich hinterfragen kann? Wie ist es möglich, dass das Gehirn des Menschen das Gehirn untersucht? Das sind alles Dinge, die hochinteressant sind. Und das reflektierende Bewusstsein, das gibt uns Würde. Und ich würde auch sagen, dass Steven Weinberg, der Nobelpreisträger, das Gleiche bei meinem Gespräch geäußert hat. Das Einzige, was uns Menschen Würde gibt, dass wir Fragen stellen können, dass wir hinterfragen können.
dass wir unsere Existenz hinterfragen können. Und wir dürfen auch nach dem Warum Fragen stellen, nur wir werden sie nicht beantworten können. Aber Fragen sollten wir auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch kurz, und dann möchte ich so zur Schlussbetrachtung kommen, es kam jetzt auch öfter die Frage, in den Veden wird ja sehr viel auch über Kosmologie gesprochen. Ja. Es gibt, wir haben jetzt mehrfach erwähnt, dass wir den Urknall in dieser Form, wie er jetzt dargestellt wird, eher bezweifeln. Ja. Es gibt in den Veden, glaube ich, dieses Bild der Atemzüge Pranas, ja, wonach also dieses Universum zyklisch entsteht und vergeht, sich expandiert und kontrahiert und sozusagen der Urknall ein zyklisches Ereignis ist. Ja. Können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen? Ja, das finde ich übrigens eine absolut überzeugende Modellvorstellung. Übrigens auch Stephen Hawking ist ja inzwischen zu der Ansicht gekommen, dass der Urknall, wenn überhaupt, so eine Art Zwischenereignis war. Und er hat so eine Modellvorstellung, wo er eine Kugel nimmt oder eine Kugel mit Breiten und Längengraden und sagt, oben am Pol hat das Universum angefangen und jetzt gehen wir nach vorne, wir kommen dann zum Äquator und gehen dann am Ende runter zum Südpol und dann gehen wir um den Südpol rum und gehen wieder nach oben, dann expandiert das Universum bis zum Äquator und dann wird es wieder, das ist diese Modellvorstellung. Ich bin auch absolut der Ansicht, dass das Universum erstens keinen Anfang hat. Das ist für uns Menschen sehr schwierig zu verstehen, weil wir wollen immer irgendwo, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das gibt diese, wir wollen immer irgendwo ein Ende haben und das Wort Ewigkeit und unendlich ist für uns unglaublich schwer zu fassen. Warum? Weil der Mensch eine Vergänglichkeit hat. Er wird geboren, er stirbt, vielleicht wird er auch wiedergeboren, aber dieses Prinzip, dass etwas ewig ist, ist schwer zu verstehen. Ich gehe davon aus, dass das Universum unendlich ist, dass es immer diesen Prozess durchmacht, dass es expandiert, dann irgendwann wird die Beschleunigung nachlassen, dann kollabiert das Ganze wieder, zieht sich wieder zusammen, aber in langer, langer Zukunft, um dann wieder erneut zu expandieren. Das ist wie so ein pulsierendes Modell. Und es gibt eben gerade auch in vielen, interessanterweise in vielen Religionsphilosophien auch diesen gleichen Ansatz übrigens. Und Stephen Hawking ist auch in letzter Zeit dazu gekommen, er hat seine Meinung auch in vieler Hinsicht geändert. Man darf nicht vergessen, dass gerade Stephen Hawking hervorragende Mitarbeiter hat. Professor Linde zum Beispiel, der diesen Inflationsprozess entwickelt hat, das kam nicht von Hawking. Und so, dass man sagen kann, das Universum wird irgendwann zu einem schwarzen Loch, wenn es sich zusammenzieht. Das heißt, es wird zu einer Singularität, ist der Fachausdruck, um dann wieder zu einem weißen Loch, um dann wieder erneut zu expandieren. Diese Modellvorstellung ist mir persönlich am sympathischsten und am einleuchtendsten, weil, und das ist ganz deutlich nochmal zu sagen, für mich von der Logik und auch aus dem Philosophischen her völlig unverständlich ist, dass etwas aus dem Nichts entsteht. Das Nichts kann es nicht geben. Noch einmal, wenn es keinen Raum und keine Zeit gegeben hat, konnte auch durch Quantenfluktuation die Quantenära des Universums aus meiner Sicht nicht entstehen. Etwas braucht Zeit, um zu entstehen. Und es braucht Raum, um zu entstehen. Zeit, das definiere ich in meinem Buch als Bewegung, weil auch die Wissenschaft mit dem Begriff Zeit nicht zurechtkommt. Bin ich so frech und arrogant und eingebildet, wenn ich es mal so sagen darf, dass ich glaube, die Lösung habe. Für mich ist Zeit Bewegung. Wenn man sagt, was ist Zeit? Es ist Bewegung. Wenn es keine Bewegung mehr gibt, gibt es keine Zeit. Und das Universum wäre, egal wie klein es war, immer in Bewegung. Deswegen hat es immer Zeit gegeben. Das heißt, auch wenn es auf einen Punkt war, und zwar unterhalb der sogenannten Planck'schen Länge, dann war immer noch eine gewisse Bewegungsmöglichkeit da. Und nachdem die Zeit vom Raum nicht getrennt werden kann, egal wie eng und klein er war, war er da, als das Universum einen neuen Zyklus begann, um wieder zu expandieren und schließlich Menschen wie du und ich mit einem reflektierenden Bewusstsein zu erzeugen, die die Frage stellen können, wie hat das Ganze angefangen, gab es den Urknall oder gab es ihn nicht, was war vor dem Urknall. Das ist das Resultat dieses großartigen Objektes, in dem wir uns befinden, das rätselhaft ist, mysteriös, dunkle Energien, andere Zivilisationen, die weit weg eine Evolution durchgemacht haben, die möglicherweise uns auch ab und zu mal besucht haben oder besuchen. Wir sind mit Sicherheit nicht alleine.
Und der Sinn unserer Existenz, und das bereitet uns Würde, das gibt uns die Würde, ist Fragen zu stellen, zu hinterfragen, unser Bewusstsein, unser Potenzial zu erweitern. Das finde ich fantastisch, dass unser Leben, jedes Leben von jedem Hörer heute Abend ist eine Abenteuerreise. So sollt ihr es sehen. Manchmal ist es blöd, der Zug bleibt stecken irgendwo und wir schaufeln uns wieder frei. Wir bleiben in der Schneebehe stecken. Aber wir machen weiter und wir müssen uns einfach als großes Abenteuer betrachten. Und jedes Modell, jeder Hörer, der heute Abend zuhört, eine eigene Modellvorstellung hat, das ist legitim. Denn er kann sich damit trösten, dass egal wie klug Wissenschaftler sind, sie operieren nur mit subjektiven Modellvorstellungen. Einige bewahrheiten sich, andere werden in Vergessenheit geraten. Aber vielleicht ist heute ein Hörer da bei ihrem Sender, ich finde toll, dass sie solche Sendungen machen, der vielleicht eine ganz neue, tolle Idee hat. Und dann bitte soll er mit mir kommunizieren. Ich freue mich immer über neue Ideen. Okay, ja, das ist natürlich immer das Optimale, wenn man die Inspiration dann liefert, an der dann jemand weiterspinnt. Genau. Wenn wir jetzt quasi das Ganze irgendwo auf den Punkt bringen, ich zitiere das aus Ihrem Buch, also Sie sehen, die Raumzeit, der Urgrund des Kosmos, ist ein grenzenloses energetisches Raumzeit-Informationsfeld. Ja. Durch Quantenfluktuationen werden immer wieder kleinere Raumzeitbereiche komprimiert. Das führt zur Entstehung von Materiemasse. Und mit Verdichtung zur Masse verstärkt sich die Gravitation als Eigenschaft der Raumzeitenergie. Und Gravitation mit der Raumzeit führt zur Entstehung der Dinge. Kann man sich, um das jetzt ein bisschen greifbar zu machen, kann man sich die Raumzeit so vorstellen, wie man sich vor ungefähr 100 Jahren, da hielt man noch an der Äthertheorie fest. Ja. Kann man sich das so irgendwie wie einen Äther vorstellen oder ist das ganz falsch? Nein, das ist nicht ganz falsch. Vielleicht nur eine Bemerkung. Man darf nicht vergessen, dass Einstein die Gravitation auch nicht erklärt hat. Er hat gesagt, es ist Eigenschaft verursacht durch Masse. Er hat es als Scheinkraft. Er konnte nicht beantworten, was Gravitation ist. Er hat nur gesagt, dass Masse die Raumzeit ausbeult und diese Kuhle, die dann entsteht, das wäre die Gravitation. Aber was die Gravitation selber ist, hat er nicht erklärt. Isaac Newton schon gar nicht. Isaac Newton hat sich geweigert zu erklären, was Gravitation ist. Also das heißt, diese Entwicklung, die wir mit der Raumzeit durchgemacht haben, der erste Schritt war eben durch Minkowski, der Raum und Zeit verbunden hat, auch ein Österreicher, ne, Minkowski. Mein Gott, die Österreicher haben lauter kluge Leute, muss ich sagen. Ich bin immer wieder überrascht, dass da an hochinteressanten Wissenschaftlern war. Auch der Wiener Kreis damals, brillante. Gödel, ein großer Bewunderer von Gödel, dieser fantastische Mathematiker. Ja, Pauli war ja auch ein Österreicher. Bitte? Pauli war, glaube ich, ja, auch. Ja, natürlich. Das sind alles ganz tolle Leute gewesen. Ich weiß nicht, ob wir die heute haben. Das war eine besondere Zeit. Nur, ich sehe es eben auch, dass in den letzten 100 Jahren keine, muss ich ganz ehrlich sagen, großen Fortschritte gemacht worden sind, was kosmologische Modelle angeht. Natürlich durch die Großbeschleuniger, der Large Hadron Collider in Genf, wird man natürlich vielleicht bestimmte Dinge noch besser jetzt erklären können oder auch bestimmte Vorgänge, wie sie ablaufen, erklären können. Nur die wirklich neuen Ideen werden oft auf einen Briefumschlag mit gekritzelt, was ja Einstein auch gemacht hat, ob er seine Socken anhatte dabei oder nicht. Ich habe ja eine hübsche Geschichte über Einstein gebracht in Raumzeit. Ist eine andere Geschichte. Die großen Ideen kommen oft von Außenseitern und nicht von Spezialisten. Das ist wirklich so. Und wer sich für dieses Thema interessiert, der sollte keine Hemmung haben, da sich Gedanken zu machen und vielleicht auch Modellvorstellungen. Ich mache es. Ich habe jetzt 38 Bücher geschrieben inzwischen und arbeite an einem neuen Buch. Die Evolution entlässt ihre Kinder, das ist der Titel von dem neuen Buch, das ich gerade arbeite. Aber Raumzeit, Provokation der Schöpfung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist von meinen vielen Büchern, die ich geschrieben habe, ein absoluter Liebling von mir, weil es sich mit dem Thema befasst, das mir am meisten am Herzen liegt. Das heißt natürlich, verständlich, faszinierend, populär über die Quantenphysik zu schreiben, über eine Zeitreise der Wahrnehmung, wie nehmen wir die Dinge wahr, von der Höhle, vom Höhlenmenschen bis zum Menschen der Zukunft. Was werden Wissenschaftler in 200 Jahren sagen? Was werden unsere Urenkel erkennen? Das ist alles sehr, sehr spannend. Jetzt will ich Sie aber nicht länger aufhalten. Na, also wir haben noch circa 10 Minuten. Okay. Sie sagen also, man kann es sich so ähnlich vorstellen wie ein Äthermedium. Und es hat also auch
diese Eigenschaft, dass also alles, was existiert, Ihrer Meinung nach durch Verdichtung aus diesem Medium entsteht. Können wir diese Raumzeit auch praktisch nutzen? Gibt es da Ansätze? Das ist eine ganz tolle Frage und das wäre natürlich meiner Ansicht nach ja. Ich bin absolut überzeugt, dass Raumzeit ein gigantisches, unendliches energetisches Feld darstellt. Und zwar ein Feld, das unglaubliche Energien hat, denn wenn Sie überlegen, dass diese Raumzeit unglaubliche Resultate produziert, das heißt, dadurch, dass immer wieder durch Quantenfluktuation in der Raumzeit sich Bereiche verdichten und dadurch entsteht eben, was ich als Materie bezeichne, dadurch entsteht das, was wir auch als Volumen bezeichnen. Und vielleicht noch eine Bemerkung, der Begriff Dimension ist ja auch nur ein Stützfaktor. Wenn wir mal von 4 Dimensionen ausgehen, das ist ja was, mit dem wir täglich arbeiten, und wir nehmen nur eine Dimension, in Anführungsstrichen weg, existiert gar nichts mehr. Denn auch das, was wir als Fläche bezeichnen, hat immer noch eine Höhe. Und wenn Sie eine Dimension nehmen, dann wird es immer noch eine gewisse Breite und eine Höhe haben. Das heißt, wenn ich eine Dimension wegnehme, ist nichts mehr da. Das ist einfach eine Tatsache. Das heißt, der Begriff Dimension ist eigentlich nur eine Krücke, ein Stützmittel, damit wir Koordinaten feststellen können. Dieses Prinzip der Raumzeit, weil es ein, wenn man so will, ein freies energetisches Phänomen ist, kann, da bin ich absolut überzeugt, irgendwann in der Zukunft angezapft werden. Dann hätten wir die Energieprobleme alle gelöst. Es würde kein Fukushima und auch die Kehrtwendung von der Merkel nicht geben brauchen. Das ist alles, Merkel ist die Bundeskanzlerin hier in Deutschland. Das heißt, wir haben dann wirklich überhaupt keine Probleme mehr. Und diese Idee der sogenannten freien Energie, und es gab ja auch schon das Prinzip, dass es Raumzeitenergie gibt, bin ich absolut überzeugt. Natürlich ist das Problem, wie zapft man sie an, wie kann man sie verwerten. Ich bin sicher, dass fortgeschrittene außerirdische Zivilisationen die Raumzeit nutzen für stellare, interstellare Antriebsmethoden. Ganz bestimmt würden sie dieses Prinzip benutzen. Und die Möglichkeit, die Raumzeit zu manipulieren, die wird auch irgendwann, ich schätze mal, in den nächsten 100, 200 Jahren wird man wahrscheinlich den ersten Ansatz dafür finden. Das heißt, dass man dieses gigantische energetische Feld nutzen kann. Und dann kann ich nur hoffen für positive Effekte, positive Nutzung, dass da nicht irgendwelche Gaddafis in der Zukunft da sind, die das militärisch nutzen wollen. Ich mache Spaß. Sondern, dass es wirklich positiv genutzt wird, das wäre unglaublich. Und ich werde es leider nicht mehr erleben. Ich bin inzwischen ein alter Mann und weiß nicht, wie viele Jährchen ich noch habe. Ich bin ja noch fit, relativ. Aber schade, es wird sehr spannend werden in der Zukunft, wenn diese ersten Ansätze gemacht werden. Wir können nur hoffen, dass die Menschen ihre Umwelt hier in den Griff bekommen, auch mit der wachsenden Population. Wenn Sie überlegen, dass vielleicht in 50 Jahren schon 14 Milliarden Menschen auf diesem Planeten existieren, das bedeutet diese Zersiedlung der Erde, die Umweltprobleme und dann natürlich die Möglichkeit auszuwandern auf dem Mars. Aber das ist auch ein merkwürdiges Thema. Macht die Erde kaputt, die Erde ist tot, es lebe der Mars, ist dann das Prinzip. Und eines Tages werden dann die Marsianer wieder zur Erde kommen und die Erde Mars formen wollen, damit sie eine Ausweichwelt haben. Das dreht sich dann um, dieser Zyklus. Mal, wenn man optimistisch ist, dann kann man nur hoffen, dass, wenn die Raumzeitenergie genutzt werden kann, dass die Menschheit ein bisschen weiser, ein bisschen friedlicher, ein bisschen toleranter, ein bisschen liberaler dann ist. Viele erwarten, also Sie erwarten sich nicht in näherer Zukunft, dass wir diese Raumzeitenergie nutzen, beziehungsweise sie in öffentlicher Form nutzen. Es wird ja viel gemutmaßt über alle möglichen Untergrundprojekte, wo das schon passieren soll. Zum Beispiel bei CERN irgendwas passieren, ne? Was Positives, dass man plötzlich hier Entdeckungen macht. Es ist ja nicht nur CERN, in Amerika wird ja überall geforscht und oft sind es gar nicht diese gigantischen Versuchsreihen, die einen Durchbruch erreichen, sondern ein kleiner Mann mit Brille und Schuppen auf den Schultern an einem Blackboard, an einer Tafel mit einem Stückchen Kreide, hat plötzlich die Idee. Das heißt, wir können es nicht voraussagen. Es ist sehr gut möglich, dass plötzlich dieser Durchbruch kommt.
Ich wünschte, ich wär's, aber im Moment weiß ich auch nicht, wie man die Raumzeit anzapft. Ich bin nur sicher, dass es kommen wird. Es wird mit Sicherheit irgendwann kommt dieser Durchbruch. Vielleicht dauert es nicht so lange. Das kann ganz plötzlich dieser Funke kommen, dass man in der Lage ist, hier schon mal das energetische Feld der Raumzeit zu messen. Das kann man noch gar nicht. Aber bedenken Sie, das Messinstrumentarium nach der Quantenphysik beeinflusst das Resultat. Da haben wir eben auch wieder diese Unschärfe-Geschichten von Heisenberg, auch ein brillanter Mann gewesen, in diesem Fall ein Deutscher. Man freut sich auch, wenn ein Deutscher mal brillant war. Heisenberg war es auf jeden Fall. Und das sind eben Dinge, die man nicht voraussagen kann. Aber ich bin überzeugt, dass die Lösung der energetischen Probleme in der Zukunft, wenn wir interstellare Reisen durchführen wollen, andere Welten besuchen wollen, andere Zivilisationen aufsuchen, überlegen Sie mal, wir haben mindestens 250.000 Milliarden, 250.000 Milliarden Planeten. Das ist Sterne mit Planeten, wollte ich sagen. Also in der Milchstraße alleine 200 Milliarden Sterne. 200 Milliarden, 250 Milliarden Sterne. Jeder 24. Stern der Milchstraße hat wahrscheinlich Planeten. Und viele erdähnliche Planeten existieren mit Sicherheit. Der nächste, gehe ich davon aus, ist 10,5 Lichtjahre entfernt. Epsilon Eridani, übrigens auch in meinem neuen Buch Raumzeit, Provokation der Schöpfung. Da bringe ich dieses Eridani-System, das sehr, sehr spannend ist. Das kann ich wirklich, wer sich interessiert, und der sollte da das Buch sich besorgen und das mal nachlesen. Das ist wirklich hochinteressant. Also alleine diese 250 Milliarden Sterne und dann jeder 24. ein Planetensystem, da müssen Sie davon ausgehen, dass in der Milchstraße mit Sicherheit auch humanoide Zivilisationen existieren. Das ist ein Prinzip der sogenannten morphischen Resonanz, so nennt von Robert Sheldrake. Wenn eine Art mal erfolgreich entstanden ist, überträgt sich diese Information durch spukhafte Fernwirkung, das wissen ja die Hörer inzwischen, was das bedeutet, durch den EPR-Effekt, sodass woanders eben auch humanoide Zivilisationen existieren. Und die wären für uns natürlich interessant. Vielleicht gibt es ja den Planeten Bimbo mit Kakerlaken als Zivilisation. Das wäre vielleicht für uns nicht so interessant. Wir würden mit Sicherheit Kontakt aufnehmen wollen mit zumindest menschenähnlichen Zivilisationen. Und vielleicht sind die ja friedlich, vielleicht sogar friedlicher als die Menschen und haben nicht so Probleme mit Religion und sehr viel subjektiven Modellvorstellungen. Das sind ja immer diese subjektiven Modellvorstellungen, die Probleme verursachen bei den Menschen. Ja, es bleibt zu hoffen, dass, falls wir mal in den offenen Kontakt mit denen da draußen treten, dass er erstens friedlich passiert und für Nutzen von beiden Seiten. Es gibt aber auch viele, die sagen und das auch sehr durch interessante Indizien untermauern können, dass dieser Kontakt schon lange stattgefunden hat. Aber das ist, glaube ich, Thema für eine andere Sendung. Und ich glaube aber, dass das sehr spannend einmal wäre, mit Ihnen zu erörtern. Und vielleicht können wir Anfang nächsten Jahres einmal etwas zu diesem Thema machen, das wir heute eh schon öfter angesprochen haben und das ja auch eines, vermute ich jetzt mal, eines Ihrer Lieblingsthemen ist oder ein Thema, das Sie sehr gerne behandeln. Und in jedem Fall danke ich Ihnen sehr für dieses sehr spannende Gespräch heute Abend. Ich bin immer froh über das Radio, über den Rundfunk. Ich mag den Rundfunk oft wesentlich lieber als das Fernsehen. Alleine ich unser auch. Gespräch heute Abend, das wir jetzt geführt haben, das kann man heute im Fernsehen gar nicht mehr so machen. Es gibt natürlich kluge Dokumentationen inzwischen. Aber ich freue mich über die Hörer, die Rundfunk nutzen, das Radio nutzen. Das ist ein tolles Medium und ich mache Ihnen ein Kompliment. Sie haben tolle Fragen oder tolle Gedanken hier in den Raum, in die Raumzeit gestellt. Und das war sehr spannend und sehr schön. Vielen Dank. Für mich war es auch sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich schon, wenn wir das in Zukunft wieder mal zu einem anderen Thema wiederholen können. Schönen guten Abend. Alles Liebe und viele, viele herzliche Grüße an Ihre Hörer. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie alle vital und gesund. Jawohl, wir werden es versuchen. Wiederhören. Danke, wiederhören. Ja, das war Johannes von Butler zur Raumzeit. Sehr spannend, auch das Buch. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich habe es erst vor ein paar Tagen bekommen, da ein bisschen reingelesen. Und also, ja, durchaus zu empfehlen, finde ich. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 9. September. Es wird um
die Kornkreissaison in Wiltshire 2011 gehen. Zu Gast werden Günter Hauer, Werner Neuner und Thoralf Steidl sein. Ich bin bis Donnerstag davor in Visoko bei den Bosnien-Pyramiden. Ich schaue mir das jetzt einfach einmal an, weil ich muss das einmal von der Nähe sehen. Es wird da so viel drüber geredet, aber kaum einer war da jemals dort. Ich fahre dahin, da gibt es auch eine wunderbare Konferenz, bei der auch Klaus Dohnert zu Gast sein wird. Und mal sehen, ob ich da vielleicht auch ein paar Interviews machen kann, die dann hier auf Sendung natürlich zu hören sein werden. Jedenfalls, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns höchstwahrscheinlich aus. Es kommt was dazwischen am 9. September 2011. Es geht dann um Kornkreise. Inzwischen wünsche ich einen schönen guten Abend. Danke fürs Zuhören und macht es gut. What would happen? I didn't hear say.